Liebe Schwestern und Brüder, manchmal kann man dem Vorurteil begegnen, Theologen gegenüber, sie könnten schlecht rechnen. Und wenn ich von mir selber ausgehe, dann mag das zumindest in Teilen zutreffen. Aber für das sogenannte kleine Einmaleins geht es noch. Wenn wir heute durchaus mit Zahlen konfrontiert sind, auch im Evangelium, dann lohnt es sich, darüber nachzudenken. Es ist eigentlich nicht schwer. Wir wissen alle, das lernen die kleinen Kinder schon im Kindergarten, heute in der Vorschule schon, die Woche hat 7 Tage. Das ist eine Banalität. Sie schauen mich ganz groß an. Wie kommt es dann immer wieder in christlichen Texten, dass wir einfach frech vom 8. Tag sprechen? Ist das eine neue Woche oder ist das ein Versuch, wie bei der Französischen Revolution etwa, die 7-Tage-Woche aufzulösen und auf 10 Tage zu gehen, in diesem Fall auf 8 Tage? In dieser Redeweise vom 8. Tag, die im Evangelium heute anklingt, eine Woche nach Ostern, ist etwas verborgen, das uns Auskunft geben kann über das Geschehen von Ostern. Viele sind es gewohnt, heute einfach vom Sonntag als dem 7. Tag der Woche zu sprechen. Das ist dann eben der Sabbat, der bei uns zum Sonntag geworden ist. Und wer so denkt und spricht, wird sich gar nicht bewusst darüber, dass es erstens eine Entwertung des Judentums ist und wir nicht als Christen richtig darüber sprechen. Der 7. Tag der Woche ist nach wie vor der Samstag. Ich weiß, dass es die deutsche Industrienorm, ich glaube, es ist 1725, gibt, Anfang der 70er Jahre, als man das staatlicherseits per Gesetz verändert hat, dass die Woche montags beginnt. Aber wir bleiben diesem alten Rhythmus verpflichtet, wie wir es fast jeden Sonntag hören im Hochgebet. Darum feiern wir den 1. Tag der Woche als den Tag, an dem Jesus von den Toten auferstanden ist. Wenn wir in diesen Wochen die Texte der Apostelgeschichte hören, dann kommen wir dem gut auf die Spur, wie die Apostel, die Jünger, die ersten Christen, wie wir sagen, die ja zugleich auch immer noch Juden sind, und Lukas wird gar nicht müde, das immer wieder zu betonen, wie sehr sie am Rhythmus auch des Gebetes im Tempel teilnehmen, wie sehr diese vorerst kleine Gruppe den Sabbat hält, den Samstag, und dann am Abend beginnt, so wie wir das letzte Woche selber erleben konnten, die Nacht hindurch zu wachen, um am frühen Morgen Eucharistie, den 1. Tag der Woche, die Stunde der Auferstehung Christi zu feiern, Begegnung mit dem Auferstandenen selber, weil er sich selber zu dieser Stunde zeigt. Der 1. Tag der Woche ist so für die Christen ein Erkennungszeichen geworden. Und in den ersten Generationen, über 300 Jahre lang, hält man beides. Die Sabbatruhe und in der Morgenfrühe die Feier der Auferstehung in der Eucharistie, weil man dann auch, als die Sonntagsruhe noch nicht geschützt war, arbeiten gehen muss. Diese Sabbatruhe ist seit Konstantin auf den Sonntag übergegangen. Und seither hat der Sonntag für uns etwas Besonderes. Wenn wir heute in der Öffentlichkeit oft eine Diskussion führen um den Schutz des Sonntags, der ja immer wieder versucht wird aufzuweichen, dann kann man das oft hören, dass er als Tag der Muße, auch sofern man das noch sagen kann, als Tag der Familie einen Stellenwert hat. Aber, und das machen uns die Texte heute deutlich und sie weisen uns darin ein, dieser Tag will für uns als Christen mehr sein. Er ist ein Tag, so erzählt es das Evangelium heute, ein Tag der Begegnung mit dem Auferstandenen. Er ist ein Tag, der anders sein soll, weil wir dem ganz anderen begegnen dürfen. Es hat sich nicht viel geändert, scheint es. Damals war diese Gruppe von Aposteln, die sich da verrammelt haben, in ihrem Abendmahlsaal-Ghetto, auch nicht besonders attraktiv. Eine Gruppe, die Angst hat, die von Furcht gequält ist. Angst vor der Öffentlichkeit, Angst vor einer Mehrheit.
Angst als Minderheit. Die Türen waren verschlossen. Der Evangelist Johannes sagt es gleich mehrmals. Und kein Wunder, dass man so nicht alle, die zur Gruppe gehören, beieinander behält, weil das eben nicht besonders anziehend ist. Thomas war nicht bei ihnen. Thomas, dieser Mensch, der sich traut zu fragen, der der Sache auf den Grund gehen will. Diese Redeweise vom ungläubigen Thomas ist etwas vorschnell, denn der ist gar nicht ungläubig, aber er ist ein Skeptiker. Er zweifelt halt eben. Und wer könnte von sich sagen, dass er oder sie das nicht zuweilen tut? Thomas, liebe Schwestern und Brüder, kann zu unserem Patron werden zwischen dem ersten Tag der Woche und dem, was wir achten Tag nennen. Der achte Tag, ein Tag, der den ersten einfach wiederholt und ihn doch überschreitet. Schon Juden begehen den ersten Tag der Woche als Tag des Lichtes. Es hat sich ja auch von der Planetenwoche aus der Antike bei uns erhalten, dass wir vom Sonntag sprechen. Deshalb haben wir in der Osternacht den Schöpfungsbericht in Genesis 1 gehört. Das Erste, was Gott tut und schafft durch sein Wort, ist das Licht. Und Gott sprach, es werde Licht. Das ist das Werk des ersten Tages der Woche. Aber dieser Tag geht uns noch einmal ganz neu auf. Und er wird sozusagen noch einmal überschritten, überboten in dem Licht, das uns seit Ostern leuchtet, das uns aus dem leeren Grab entgegenkommt, dem Licht, von dem Jesus im Johannesevangelium sagt, ich bin das Licht der Welt. Ein Licht, das auch die drückende Macht des Todes nicht einfach auslöschen und auspusten kann, sondern ein Licht, das sich als stärker erweist, weil es ein Licht ist, das von Gott kommt. Deshalb ist es wichtig, dass Thomas bei all seinen Fragen und Zweifeln zurückfindet in diese verängstigte Gruppe, um eben auch Jesus begegnen zu können. Als dem Auferstandenen, jenem Licht, das stärker ist als der Tod, aber einem Licht, das erkennbar ist, und zwar erkennbar an seinen Verletzungen und Wunden. Auferstehung heißt einfach nicht, dass das abgestreift wird, dass es keine Rolle spielt. Alles weg, alles neu, alles großartig. Nein, die Spuren des Leidens, die Spuren der Biografie, die Spuren des Erlittenen bleiben. Aber sie werden in einem anderen Licht gesehen. Sie werden sozusagen von der Seite Gottes her angestrahlt. Und wir dürfen sie anders sehen. Thomas ist sozusagen unser Patron zwischen dem ersten und dem achten Tag. Denn das ist unsere Situation als Alltags- oder Wochenchristen. In der Lesung aus der Offenbarung des Johannes ist es angeklungen. Ich, euer Bruder, grüße euch, die ihr auch in der Bedrängnis seid. Das gilt nicht nur den sieben Gemeinden damals, es gilt ja auch uns, auf so vielfältige Weise. Und jede und jeder von uns wird es anders beschreiben, diese Form und Art der Bedrängnis, die wir erleiden. Hier vielleicht ein schweres Schicksal, dort ein Mensch, um den wir uns sorgen. Jemand anders wieder ein Problem, mit dem er oder sie nicht fertig wird. Es gibt vielfache Bedrängnis. Und in die sind wir hineingestellt. Aber wir stehen nicht einfach ortlos oder ziellos und sinnlos in der Gegend herum, sondern immer bewegen wir uns zwischen dem ersten Tag zu wissen, Gott schafft eine gute Schöpfung mit dem Licht, das uns jeden Morgen neu bescheint. Und Gott wird dieses Licht noch einmal sehr persönlich fassen und neu strahlen lassen am achten Tag in Jesus Christus, seiner Auferstehung, der mit seinen Wunden, seinem Leiden, seinen Verletzungen vor uns steht und uns deutlich macht, du bist unterwegs in dieses Licht seit deiner Taufe. Mit all den Verletzungen, die du ertragen musst, mit all dem, was dir zugefügt wurde im Leben, du bist unterwegs dazu. Und wenn es dich vielleicht auch zuerst abschreckt, suche diesen Ort wieder auf, wo du diesem Licht begegnen kannst.
Auch wenn das von außen her betrachtet eine verängstigte Gruppe ist, eine Kirche, die sich sozusagen verbarrikadiert und am liebsten von außen gar nichts mehr hören will. Christus geht mit seinem Licht durch die verschlossenen Türen und er weiß, sie weit aufzureißen, damit sein Wort, das Wort des Lichtes Gottes, nicht nur in diesem Raum scheint, sondern von diesem Raum aus in die ganze Welt dringen kann. So feiern wir den ersten Tag der Woche heute sehr bewusst als den achten Tag. Und deshalb hat die Feier der Osteroktav mit dem heutigen Weißen Sonntag noch kein Ende, sondern für jeden Tag der Woche gibt es eine ganze Festwoche, bis sich das Ganze erfüllt am Pfingstfest. Da Gottes Geist wie Lichtfeuer auf uns alle herabkommt und wir fähig und mutig genug sind, mit dem, was wir in der Begegnung mit Christus, wenn er zu uns spricht, wenn er sich jetzt im Sakrament von Brot und Wein unter uns austeilt, dass wir davon nicht nur selber erbaut werden, sondern anderen erzählen können.